Yo, was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf Easy Money. Ich hoffe, euch geht's super duper. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir haben heute Woche 2 und Woche 3 von der Community Franchise am Start. Und heute als Voiceover. Die einen finden es gut, die anderen finden es nicht so gut. Aber ich muss euch leider sagen, in letzter Zeit ist bei mir so viel los einfach. Es bewegt sich gerade so viel, so viele Änderungen. Immer ganz viel Stress aktuell und sowas. Da habe ich tatsächlich nicht die Energie, wenn ich das Gameplay aufnehme, mich da wirklich mit Kamera hinzusetzen und da irgendwie den Entertainer zu spielen. So, wisst ihr, was ich meine? Hier übrigens ein geiler Lauf von Bijan Robinson. Dementsprechend dachte ich mir, komm, nehme ich wenigstens trotzdem das Gameplay auf, dann kann ich wenigstens ein Voiceover machen und dann haben wir wenigstens überhaupt ein Video, als dass wir dann halt gar kein Video haben. So, hier ein guter Stopp von meinem Gegner, von den Raiders. 3. und 1, Lauf kommt mit Bijan und der ist aber auch leider gestoppt. 4. und 2, wir müssen den Ball wegpunten, sehr, sehr bitter. Ja, Leute, ansonsten, wir können ja mal diese Gameplay-Commentaries hier auch einfach mal so ein bisschen ausweitern auf verschiedenste Themen. Es muss ja nicht nur darum gehen, das Gameplay zu kommentieren. Schönes Play hier von meinem Gegner. Oh, kommen wir da noch hin? Stark, Junge, das war richtig gut mit von unserem Linebacker gemacht. Richtig nice. Was passiert hier? Oh, na, haben wir wide open gelassen, leider. Auf jeden Fall, Leute, wir können auch gerne mal ein bisschen über die echte NFL reden, ne? Also ich meine, wir können mal ganz kurz über die Commanders reden, weil, wie ihr vielleicht wisst, bin ich ja riesiger Commanders-Fan eigentlich, aber ich bin mittlerweile echt an einem Punkt, wo ich die Games nicht mehr wirklich gucke, weil ich sowieso irgendwie weiß, ja, wir werden verlieren und das bringt mich alles eher auf die Palme, als dass ich da dann Spaß dran habe. So, wisst ihr, was ich meine? Wilder Hit hier gerade von der 55. Das ist alles ein bisschen schade. Warum war das ein Catch? Das hätte gut und gerne eine Interception sein können. Aber okay. Naja, jedenfalls mit den Commanders ist das alles ein bisschen schade aktuell. Touchdown für meinen Gegner hier. Wir sind jetzt auch schon safe aus den Playoffs raus übrigens, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Also die Commanders haben keine Chance mehr, irgendwie noch reinzukommen. Ist alles ziemlich bitter. Ron Rivera wird safe gefeuert, spätestens am Ende der Saison. Ich weiß nicht, warum der sowieso nicht schon längst gefeuert wurde, um ehrlich zu sein. Und was mit EB passieren wird, also dem Offensive Coordinator, der von den Chiefs gekommen ist, Eric Bieniemy, ist auch eine gute Frage, weil am Anfang der Saison sah das alles noch ganz gut aus, ganz geil, aber in letzter Zeit überhaupt nicht mehr. Und das ist halt auch so ein bisschen die Frage, wie viel davon liegt an Sam Howell. Alter, was ein Play von Bijan Robinson. Wie viel liegt an Sam Howell, wie viel liegt an EB, wie viel liegt an irgendwelchen anderen Faktoren, vielleicht allgemein motivationstief aktuell durch diesen schlechten Rekord und die schlechte Saison. Geiles Play hier. Auf unseren Rookie, glaube ich übrigens. Auf Neighbors, 86 mit der 86 und ich glaube 76er overall. Quick Pass auf Robinson, 3. und 1 jetzt. Können wir converten? Oh, schön, Alter. Read Option, Desmond Ridder holt einen First Down. Ja, auf jeden Fall freue ich mich jetzt auf den Draft, was die Commanders angeht und hoffe einfach, dass da dann mal was Vernünftiges geholt wird. Schönes Holding hier kassiert. Oh, geil, Digga. Let's go. Touchdown, Bijan Robinson. Sehr, sehr schön. Erster Touchdown für uns in diesem Spiel. Wir gleichen damit das ganze Ding aus. Bijan Robinson nach wie vor eine absolute Maschine. Und jeder, der diese CF halbwegs regelmäßig verfolgt, wird wissen, dass wir immer ganz viel über Bijan Robinson machen, weil er halt einfach ein absoluter Superstar ist. Zumindest in Madden. Ja, ich freue mich auf den Draft. Wir gucken, was passieren wird, aber die Commander-Saison ist jetzt an sich erstmal gelaufen. Ich hoffe einfach, dass die letzten paar Spiele noch halbwegs ansehnlich werden, weil gegen die Rams jetzt zum Beispiel war es schon wieder richtige Katastrophe. Von daher gucken wir mal, was passieren wird, ne? Ja, ansonsten, Leute, geht bei mir halt total viel ab, so mit dem Lehrerjob, mit dem Studium und auch mit Gym zum Beispiel. Gym ist bei mir jetzt ein ganz, ganz neuer Vibe, seitdem ich wirklich sehr, sehr regelmäßig durchziehe. Das macht riesigen Spaß aktuell. Oh mein Gott, kriegen... Ey, Alter, ich dachte kurz, wir kriegen hier einen Monster-Return raus. Gym macht aktuell auf jeden Fall extrem Spaß. Oh, Digga, das wäre ein Touchdown gewesen. Ich bin motivierter denn je, was Gym angeht. Und ich bin vor allem
konstanter denn je. Und das ist wirklich der Schlüssel, habe ich gemerkt, Digga. Wenn du einfach reingehst und es so ansiehst, als wäre es dein Job, Digga. Du musst halt einfach hin und machst es einfach. So. Dann, liebe Leute, kommen da geile Ergebnisse, bin ich der Meinung. Alter, wild von Bijan hier wieder. Natürlich bin ich jetzt noch kein ultra breiter Typ oder irgendwas, aber für mich persönlich habe ich schon Fortschritte feststellen können und das fühlt sich natürlich mega geil an. Mein Ziel ist es jetzt über den Winter ordentlich zu balken, also Massephase zu gehen quasi, aber nicht so eine extreme, sondern eine relativ, ja geil Digga, hier muss ich ganz kurz was zu sagen. Ich hatte R1 direkt nach dem Snap gedrückt, was für ein First Down funktioniert hätte, hat nicht geklappt, also er hat den Ball nicht geworfen. Und dann habe ich nochmal R1 gedrückt und dann war es halt eine Interception, weil es dann schon zu spät war, weil das Timing dann verkackt war. Richtig arschgeile Nummer. Wow, aber wir holen hier direkt den Touchdown zurück mit einem Kickoff-Return-Touchdown oder wie oder was? Digga, so nämlich, Junge. Die Interception davor war nämlich wirklich, also ihr hättet mich live erleben müssen, Digga. Ich bin so ausgerastet, weil ich so dachte, Bruder, ich habe doch schon längst gedrückt. Ey, warum funktioniert es erst beim zweiten oder dritten Drücken? Naja, jedenfalls wollte ich nur sagen, was wollte ich eigentlich sagen? Irgendwas mit Jim. Boah, das ist jetzt natürlich nervig, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall, ach nee, Digga, nee. Sowas muss nicht sein. Sowas muss nicht sein, bin ich ehrlich. Das muss wirklich nicht sein. 45 Sekunden, können wir nochmal einen Kickoff-Return-Touchdown raushauen? Nö, leider nicht. Wir starten an der 25. Ach ja, genau. Ich habe gerade über die Aufbauphase geredet. Das hier ist übrigens ein Intentional Grounding, was ich nicht verstehe, weil da waren zwei Receiver, wo ich den Ball hingeworfen habe. Also warum zum Henker war das ein Intentional Grounding? Geile Comeback-Route von Neighbors, Digga. Der Rookie-Receiver ist wirklich nice. Ich glaube, der Titel bezieht sich auch auf Neighbors. Also der Titel dieses Videos hier. So, wir müssen nochmal punten. Raiders kriegen nochmal den Ball. Jedenfalls die Aufbauphase, ich mache das aktuell so richtig auch mit Kalorien-Tracken und sowas und bin jetzt jeden Tag immer ungefähr bei irgendwas zwischen 3200 bis 4000 Kalorien. Irgendwas in dem Dreh. Dazu kommt ja dann auch immer noch der Sport jeden Tag, also naja, nicht ganz jeden Tag, aber ich gehe 5-mal die Woche. Das mache ich jetzt schon seit ein paar Wochen und es funktioniert super, super, super gut, weil ich mir meine Workouts so einteile, dass die alle immer nicht länger als so eine Stunde und 15 Minuten gehen. Die sind dann mega intensiv, machen mega Bock und ich bin immer mies kaputt danach. Aber das hilft halt auch, dass die so kurz sind, weil dann ist es immer so ein bisschen so, ja komm Digga, jetzt für eine Stunde ins Gym kannst du schon machen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist dann nicht so eine riesige Hürde von wegen, boah Alter, jetzt noch hier wieder 2 Stunden Gym ackern. Sondern nee Digga, einfach rein, knackige Stunde durchziehen, richtig intensiv rein ballern und dann kann man auch schon wieder nach Hause, kann sich irgendwas schönes Zuckermäßiges oder so reinzimmern für den Schub, sage ich mal. Und ja man, ansonsten ernährungstechnisch esse ich ganz viel Nudeln, Hack, Chicken, Eier, Speisequark, Haferflocken, Früchte und hier und da natürlich auch Süßigkeiten. Und gerade jetzt in der Weihnachtszeit denke ich mir so, ey, perfekt für den Aufbau eigentlich, Digga. Immer schön Lebkuchen rein in die Masse und so. So, hier haben wir einen vierten und eins, er geht dafür mit Play Action und leider ist er hier wide open, Myers. Oh, schönes Tackle am Ende noch. Ich kommentiere jetzt mal ein bisschen das Gameplay, weil, warum nicht? Second and goal. 10 Punkte Unterschied. Screen Pass kommt auf Jacobs und der tankt sich durch für einen Touchdown. Bruh. Joa, damit steht's jetzt, wie viel? 31-14? Geil. Wie hammergeil ist das denn bitte? Schöner Wurf auf Kyle Pitts, auch richtig gute Route von Pitts hier. Sehr, sehr nices Play. Erster und 10. Ja, kurzer Pass auf Bijan für 4 Yards, warum nicht? Nimmt man mit. Lauf über Bijan. Oh, wäre ich einfach weiter nach links gesprintet, dann hätte ich viel mehr Yards machen können. Dritter und 1, wieder kurzer Pass auf Bijan. Hier wird der gerade sehr heavy genutzt. Aber ist okay. Also muss halt auch mal so sein, ne? So, jetzt ist Tyler Allgeier drin. Und auch der haut einen knackigen Lauf raus. Kann man mitarbeiten. Bijan Robinson ist wieder drin. Nächster knackiger Lauf, Digga. Fetter Juke-Move. Let's go. Der Drive läuft sehr gut.
Wir müssen nämlich wirklich auch schnell scoren. Wieder Pass auf Bijan. Also mir war gar nicht mehr bewusst, dass es so Running Back lastig war, dieser Drive. Aber ist jetzt auch schon wieder einige Zeit her und da ist der nächste Touchdown für uns. Mit Robinson, mit wem denn auch sonst. So, damit haben wir jetzt einen Stand von 31 zu 21. Das bedeutet 10 Punkte Unterschied und wir sind gleich im vierten Viertel. Das heißt, wir müssen unseren Gegner jetzt unbedingt aufhalten. Ah, da hätte die 55 auch mal ruhig den Arm ausstrecken können, bin ich ganz ehrlich. Hätte man stoppen können. Erster und 10, Jacobs kommt. Und es ist okay. Also 4 Yards eigentlich zu viel, aber naja. Anderson kann nicht das Tackle machen, Digga. Was war denn das schon wieder für eine Animation? So, dritter und Inches, Fullback Dive. Und der ist gestoppt, Alter. Let's go. 4 und 1. Was macht er? Er geht wieder dafür. Wieder Play Action. Oh, und da sind wir mit Alice. Let's go. Pick. Pick, 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 Alter. Let's go. Eventuell der Moment und Schiff, den wir hier brauchen, um das Ding noch rumzureißen. 10 Punkte Unterschied. 6 Minuten 22. Erster Lauf mit Bijan. Da ist viel Platz. Wir holen fast das First Down. Zweiter und 1. So, was geht jetzt? Kurzer Pass auf Kyle Pitts. Digga, und das ist kein First Down. Also, das ist auch schon wieder so affig, ne? Warum ist denn das kein First Down, Bro? Einfach mal die Hand ausstrecken oder den Arm und dann hast du das. Aber naja. Schönes Play, Alter. Wieder auf Neighbors. Schön die Postroute gesehen. Beziehungsweise das Window für die Postroute gesehen. Kurzer Pass auf Bijan reicht nur für ein Yard. Das sind gerade ziemlich verschwendete Sekunden gewesen. Nur dieser eine Yard, den hätte man sich auch sparen können. Tiefe Bombe und der ist picked, natürlich. Warum denn auch nicht, Digga? Ich meine, es war Double Coverage so. Viel kann ich dagegen nicht sagen. Aber wir waren auch ein bisschen im Verzweiflungsmodus, weil wir brauchen halt schnell Punkte und viele Yards. Der Wurf ist verworfen, weil er gesackt wurde dabei. Oder fast gesackt. Oh, und der ist schön getackelt, Alter. Dritter und 8. Können wir nochmal standhalten? Ah, yep, das ist gestoppt. Vierter und 2. Er pannte den Ball. Eine Chance haben wir noch, Leute. Wenn wir schnell scoren, dann ist das Ding noch nicht ganz vorbei. Ich weiß nicht, warum wir den aufgesammelt haben, den Ball. Richtig lost, Digga. Jetzt müssen wir an der 8 anfangen. Den fängt er, aber sind auch nur 4 Yards in Bounce geblieben. Die Zeit tickt. Nicht das beste Play. Das ist aber wiederum sehr, sehr schön. Bis zu 35. Kyle Pitts wieder. So, was geht hier? Oh, da hätten wir einen Go-Ball geworfen. Ich glaube sogar, es war unser Rookie-Receiver. Aber ich glaube, wir wurden währenddessen gesackt. Tyler Allgeier hier. Digga, was ist das? Spult gerne zurück, guckt euch diese Animation nochmal an. Was zum Geier war das? Geiler Wurf am Ohr des Linebackers vorbei auf Kyle Pitts über die Mitte. 2 Minuten noch. Ein Run mit Tyler. Ich weiß nicht, warum jetzt ausgerechnet im letzten Viertel, wo es wirklich drauf ankommt, die ganze Zeit nur Tyler drin ist, anstatt Bijan Robinson, weil Tyler hat ja nicht diese Fähigkeiten wie diese krassen Juke-Moves und so weiter. 1,5 Minuten, wir müssen jetzt wirklich schnell scoren. Wir rennen raus, finden Neighbors wieder, Alter. Also wirklich, Neighbors, geiler Typ, Digga. Geiler Typ. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir den als Rookie-Receiver bekommen haben. Jetzt werden wir noch gesackt. Das ist natürlich maximal suboptimal für unsere Comeback-Versuche hier. Und der ist schon wieder pick, Digga. Eigentlich würde ich sagen, war die Postroute da, aber der DB war entweder einfach ein bisschen zu schnell oder der Wurf war einfach ein bisschen zu langsam. Bisschen zu wenig Wurfpower, vielleicht war auch die Route vom Receiver nicht gut genug gerannt, vielleicht ist er zu steil nach oben, statt ein bisschen weiter unten zu bleiben. Wie auch immer, wir verlieren dieses Game, Leute, und damit stehen wir jetzt 0-2. Wie mau ist das denn bitte? Wir verlieren gegen die Raiders, jetzt geht's in die Woche 3, dieses Spiel werden wir jetzt auch noch sehen hier in dem Video. Und dann hoffe ich einfach mal, dass wir hier Sunday Night Primetime gegen die Saints, die ja auch ein Erzrivale von uns sind, dass wir hier jetzt besser absolvieren, nee, besser abschneiden können, das war das Wort, nach dem ich suche. Saints fangen an mit dem Kickoff, schauen wir mal, was in diesem Spiel wird, es ist eine Woche vergangen. Unsere Spieler konnten sich ausruhen. Oh mein Gott, Digga. Ich dachte kurz, wir rennen direkt den Opening Kickoff zurück für einen Touchdown, Alter. Das wäre so wild gewesen. Play Action. Viereck ist wide open und coole Sache. Desmond Ridder verwirft ihn einfach mal. Obwohl er keinen Druck hatte oder irgendwas. Das macht Spaß. Geiler Start in dieses Spiel. Ja, und da das gleiche Problem eigentlich wie im letzten Spiel, gerade beim letzten Play. Also genau das gleiche Ding so. Die Postroute, denken wir anscheinend in dem Moment, ist da.
aber ist dann nicht da und wird gejumpt vom DB. Das haben wir richtig gut abgecovert hier mit dem Linebacker und er wird fast gesackt, der gute alte Derek Carr. 2.10. Alvin Kamara kommt, aber wird nur für 3 Yards gehen hier. Gucken wir mal. Die prügeln sich da erstmal fast. 3. und 7. Oh, okay. Immerhin deflected. 4. und 7. Er geht dafür. Da hat der Kollege übrigens eine Strafe für bekommen im Nachhinein, weil das durfte er nicht, weil er nicht in der Position war, laut den Regeln der CF hier für den 4. und 7. zu gehen. Dementsprechend hat er da eine Strafe bekommen, war insgesamt hier sehr, sehr mau für den Verlauf des Games oder für den Start, weil, ich meine, wir hätten ihn gestoppt. So hat er jetzt hier einen Drive, der bis in die Red Zone geht und hier auch tatsächlich für einen Touchdown. Ne, noch nicht, Second and Goal. Aber ich glaube, jetzt kommt gleich der Touchdown. Immer noch nicht, Third and Goal, können wir standhalten? Third and Goal. Gucken wir mal, was kommt. Ah, er nimmt nochmal ein Timeout. 3. und Goal, Lauf kommt und der ist drinne. Ja, das meine ich, Leute. Eigentlich wäre er gestoppt gewesen. Beim 3. und 7 gestoppt und waren 4. und 7, hätte er eigentlich punten müssen. So hat er jetzt leider in seinem ersten Drive einen ersten Touchdown gemacht, was natürlich für unser Momentum Jauche ist, ne? Aber gut, gucken wir mal, wie es verläuft. 7:0 jetzt, Bijan Robinson mit einem kleinen Lauf, 4 Yards, war der erste Run in diesem Spiel von ihm. Kurzer Pass auf Bijan wieder und der reicht für einen First Down. Wir sind an der 42, Dreieck ist wide open und das sind ein paar Yards, 8 Stück. Read Option. Da, den wollte ich eigentlich übergeben. Wow, 3. und 5. Oh, Digga, guter Wurf von Desmond Ridder. In ganz kleines Window reingezimmert. Richtig, richtig stark. 1. und 10. Oh, nächstes schönes Play, Alter. 2 geile Würfe hintereinander. Diesmal wieder auf Bijan Robinson. Tiefes Ding. Sehr, sehr nice. Es geht hier. Oh mein Gott, Kreis war wide open. Es wäre safe in Touchdown gewesen. Haben wir nicht gesehen. Schade Schokolade. 2. und 10. Wir haben London auf eine Slant. Der ist aber gut gecovert. Oh, saftiger Hit. Unser Receiver kann den Ball nicht festhalten. 3. und 10. Wir übergeben an Bijan. Da ist viel Platz. Der Juke-Move reicht nicht ganz. 4. und 1. Wir gehen dafür. Und hier kommt der Screen Pass auf Neighbors für einen Touchdown, Alter. Let's go. Neighbors, unser Rookie. Wie gesagt, der ist nice bis jetzt. Und jedes Play, was er machen kann, jeder Yard, den er bekommen kann, jeder Touchdown vor allem auch, den er bekommen kann, gebe ich ihm natürlich liebend gerne, damit er sich möglichst schnell entwickelt. So, Screen Pass kommt, aber Derek Carr wird gesackt. 2019, sehr geiler Start für diesen Drive aus unserer Sicht. Oh, ja gut, immerhin abgewehrt. 3. und 19, was geht? Oh, der ist nicht completed. Sehr schön. 4. und 19, Gegner muss punten. Der Drive war sehr kurz, einfach nur ein 3 and out, kaum Zeit von der Uhr genommen, dadurch, dass es alles Pässe waren. Außer das erste Play, das war ein Sack, aber ja, das ist gut für uns. So, 2. und 10, weil der Lauf für gar nichts ging. Und wir werden gesackt. Geil. 3. und 19, ähnliche Situation wie die Saints gerade hatten. Wir sind jetzt im 2. Viertel. Boah, ich habe sehr viel Zeit, sehe aber leider nichts und dann, ja, kommt irgendeine Gurke. 4. und 19, wir müssen leider zurückpunten, also direkt auch 3 and out für uns. Geht bei dem Return was? Nope, absolut gar nichts. So, Play-Action-mäßiges Ding. Den, Digga, als ob der completed ist. Den hätte man mal abfangen können, ey. Junge, 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 Alvin Kamara wird gut getackelt und 2 Yards zugelassen, 2. und 8. Oh, Junge, pick den doch. Schönes Play von der 24 trotzdem, aber noch geiler wäre natürlich die Interception gewesen. Anderson, Digga, what? Was zum Teufel, Bro? Alvin Kamara rennt da durch wie sonst was, ey, wie ein heißes Messer durch Buddha. 1. und 10 an der 23, jetzt ist er schon wieder fast in der Red Zone. Und das ist ein starkes Play von ihm auf jeden Fall. Guter Catch von Michael Thomas, der wurde saftig umgehauen am Ende noch. 1. und 10, Alvin Kamara kommt aber nicht weit, 2 Yards nur. 2. und 8. Oh, okay, das war ein gutes Play von den Saints. Kann man nicht viel gegen sagen. 14:7.
Wir bekommen den Ball. Wir returnen den Ball. Er schmeißt sich hin. Wir haben Platz. Juke Move kommt. Okay, und wir rennen immerhin bis zur 32. Also die Returns in den beiden Spielen hier sind eigentlich echt gar nicht so schlecht. Bijan Robinson holt 5 Yards. Nächster Lauf mit Bijan. Schöne Lücke gesehen. Wieder durchgesliced. Und wir sind an der 50. Genau in der Mitte. Nächster Lauf kommt. Ah, das war suboptimal, Digga. Ich glaube, da hätte man mehr draus machen können, wenn man entweder direkt außenrum gesprintet wäre oder die Lücke in der Line irgendwie schneller gefunden hätte und dann auch schneller da reingehittet wäre quasi. Schade Schokolade. Hier werden wir jetzt fett gesackt. 4.22. Wir müssen punten. Bitter. Nächster Punt. Das tut ein bisschen weh. Saints bekommen den Ball und haben jetzt 2 Minuten Zeit, um hier vor der Hälfte nochmal zu punkten. Und das wäre natürlich richtig mau. Das wäre richtig mau. 2.05, Zeit tickt, 1,5 Minuten. Na, decken wir alles gut ab hier mit Anderson. Kann man sich nicht beschweren. Okay. 1.10. Oh, da hatte mir der Gegner, glaube ich, geschrieben, er hat sich verdrückt. Das war wahrscheinlich dieser klassische Double Snap. Mau für ihn, sehr, sehr gut für uns. Und wir haben jetzt nochmal die Chance, hier was rumzureißen. Wieder ein verworfener Ball von Ridder, Digga. Richtig, richtig mau. In dem Spiel hatte er jetzt schon ein paar Bälle, die einfach absolut verworfen waren. So, wo der Receiver wide open war. Also, das ist schon schade. 3. und 2, 45 Sekunden. Oh, dafür war der Wurf nice, Alter. Stark. 40 Sekunden noch. Also, wir könnten wenigstens ein Field Goal mitnehmen. Boah, starkes Play von London, Alter. Dass er den catcht. So in Traffic. Das war schon sehr, sehr nice. Der Lauf mit Bijan geht für nix. Second and goal. Oh. Oh, schön gesehen, Junge. Und Neighbors mit seinem zweiten Touchdown in diesem Game. Zweiter Receiving Touchdown für Neighbors, Alter. Wie geil ist das denn bitte? Der Rookie dreht auf, Junge. Let's go. Ausgleich ganz kurz vor der Hälfte. 9 Sekunden noch. Ihr läuft hier noch einmal mit Alvin. Da wird fast ein First Down draus, aber mehr auch nicht. Wir sind in der zweiten Hälfte, Leute. 14-14. Sehr nice Spiel bis zu dem Zeitpunkt. Sind ein paar dumme Würfe von Ridder passiert bis jetzt, aber ansonsten ist es ganz okay. So, das war eine geile Defense hier. Nur 1 Yard zugelassen. Boah, ich bin gespannt, wie es noch weitergeht, weil es ist jetzt schon wieder ein bisschen her, dass ich dieses Game gezockt habe und ich weiß es nicht mehr genau. First Down hier von den Saints. Jawohl, sehr schön. 2.10. Screen Pass, ich sehe es gar nicht. Viel zu spät erst. Die Blocks sind natürlich auch super, super gut. Und Alvin holt hier ordentlich Yards. Jetzt ist er schon wieder an der 39. Run mit Alvin, nimmt die richtige Lücke. Wir gehen ins linke, er geht ins rechte. Bitter. Oh, jawohl, Alter. Hä? Was? Der war offensichtlich incomplete und wird hier einfach als Catch gezählt, Alter. Das ist doch wirklich schon wieder eine Verarsche, Digga. Das ist eine Verarsche. Damit also der nächste Touchdown für die Saints. Das heißt, wir sind wieder dran. Es ist unser Turn, hier wieder einen schönen Drive hinzulegen und hoffentlich einen Touchdown rauszuholen. Bijan Robinson hat Platz, aber wird irgendwie trotzdem nur für 0 Yards getackelt. 10 Rushes für 34 Yards ist auch echt mau. Also der Saints-User hält uns hier wirklich gut in Schacht, was den Lauf angeht. Viel geht da nicht, ne? Also seine Run-Defense ist schon sehr gut. 2.09. Der Sundrider zieht raus. Ja, waren ein paar Yards, aber auch nicht mega viel. 3. und 3, wichtiges Play. Wir kommen mit einem Play-Action. Ah, werden direkt gesackt. Und da, wo wir hinwerfen wollten, war eh abgecovert. Und das ist gestoppt, Bruder. Was zum Teufel, ey. Das hätte man wirklich gut converten können eigentlich. Also das ist echt ein bisschen Jauche. Okay, 2. und 7 für die Saints. Nix auf Quarterback. Ich weiß nicht, ob Derek Carr irgendwie verletzt ist oder so. Oder was ist da los? Jetzt ist Carr wieder drin. Schöner Stopp, Alter. 4. und 2, was macht er? Probiert das Field Goal. Und das ist nicht drin. Es ist Colts. Let's go. Nach wie vor ein One-Possession-Game. Ein Touchdown-Unterschied. Oh mein Gott, wir hatten unendlich viel Platz.
und machen aus Versehen einen Juke genau in den D-Liner rein. Richtig bitter. Dafür hier wieder ein geiles Play und mal wieder auf Neighbors, Alter. Was ein Typ. Starker Wurf auch von Desmond. So, was geht hier? Kurzer Pass auf Kyle Pitt. 6 Yards. Nehmen wir mit. Warum nicht? Outside Run über Bijan. Boah, Digga. Also meine Reads in den Läufen waren auch echt teilweise richtig dumm. Neighbors wieder mit einem Play. So, ich hätte doch gerade eben bei dem Outside Run auch einfach über Außen weiter rennen können. Also das war irgendwie nicht so gut. Aber hier Desmond Ridder, Digga. Auf Play Action rennt er selber los. Holt den Touchdown wieder zum Ausgleich. Mit dem extra Punkt gleich steht es 21-21. Also wenn das nicht nice ist, dann weiß ich auch nicht, Alter. Wir sind jetzt im vierten Viertel, haben ein super spannendes, enges Spiel. Der ist wide open. Und wird hier ordentlich zweimal gehitstickt. Den ersten hat er abgeschüttelt, beim zweiten konnte er nicht mehr auf den Füßen stehen. So, was geht hier? Boah, Alter, ich dachte kurz, die holen die Interception. Alvin Kamara, guter Cut hier. So, dritter und zwei. Interessantes Play, Play-Action. Ja, ist wieder wide open. Schöner Hit. Das ist die Flagge. Roughing the passer, bro? Why? Für was, Digga? Ich hab's nicht mal gesehen, aber it is what it is. Boah, schönes Play von Anderson, Alter. Er ist tief abgecovert, dann auf Alvin Kamara runtergesprintet und den saftigsten Hitstick gelandet. Richtig, richtig nice. Dafür macht er hier wieder viel zu viele Yards. So, Saints User ist an der 5. An der 5. Johnson tanzt hier ein bisschen. First and goal. Wir decken alles gut ab. Und er muss den Ball wegwerfen. Second and goal. Wenn wir standhalten können, wäre das sehr, sehr big. Alvin Kamara kommt mit dem Run und der ist gestoppt, Digga. Dritter und Goal von der 3. Oh! So close, Alter. Okay, damit führt er wieder mit einem Touchdown. Jetzt müssen wir wieder nachlegen, Leute. Wir müssen wieder einen Touchdown nachlegen. Hoffentlich kriegen wir das hin. 4 Minuten fast noch, also das ist noch eine Menge Zeit. Schauen wir mal, was passieren wird in diesem Drive. Erstmal ein Run mit Bijan. Wir hatten den Receiver nur rangeschickt in der Motion, um für ein bisschen Verwirrung zu sorgen. 2. und 1, nächster Lauf mit Bijan Robinson. Auch der geht ordentlich. Das sind wieder, glaube ich, 10 Yards. 1. and 10, nächster Run mit Bijan. Warum auch nicht? Oh mein Gott. Der rennt durch. Der rennt durch, Alter. Dieser Drive bestand einfach nur aus 3 Runs oder Rushes von Bijan und dann einfach einen Touchdown geholt, Digga. Richtig, richtig crazy. Neighbors und Bijan Robinson. Und Kyle Pitts macht auch oft gute Plays. Die drei sind echt krass, Digga. So, jetzt müssen wir standhalten. 2. und 10. Jetzt müssen wir wirklich standhalten. Es war noch nie so wichtig wie jetzt in diesem Spiel. Oh mein Gott, Digga, es ist die gleiche Situation wie vorhin. Pick den und das Spiel ist vielleicht vorbei. Hier kriegen wir einfach Illegal Contact oder hier Defensive Pass Interference statt eine Interception, ey. Ich konnte es nicht glauben, Alter. Ich bin so ausgerastet, Mann. Richtig gut von uns abgecovert und dann kriegen wir noch eine Flagge und kein Pick. Also doppelt Minus. Wirklich richtig, richtig mau, Alter. Das war richtig mau. So, 2. und 2. Wir sind gleich beim Two-Minute-Warning. Alvin Kamara wird gestoppt. 3. und 2, Fullback Dive und der, naja, also ich dachte, der war gestoppt, aber gut. Das Problem ist, er braucht ja nur einen Field Goal. Screen Pass kommt, den haben wir richtig gut gelesen und direkt gestoppt, minus 3 Yards. 1 Minute 40 noch. Der ist incomplete, ich weiß nicht, wo der hingeworfen wurde. 3. und 13, jetzt standhalten? Dann können wir das Ding vielleicht gewinnen! Alter, wir holen den Pick mit Anderson. Und in dem Moment dachte ich mir so, Junge, endlich! So verdient, Digga. Wir hätten schon längst mal einen Pick kriegen müssen. Und jetzt haben wir ihn endlich, ey. Let's go, Digga. 1,5 Minuten. Das muss doch jetzt eigentlich hier hoffentlich der Sieg werden. Aber eigentlich brauchen wir dafür auch erstmal noch einen guten Drive. Also mal gucken. Bijan Robinson mit einem dicken Run. Wir sind an der 49, Alter. Let's go. 1. and 10. Nächster Lauf kommt über Bijan. Der geht für 2 Yards. Zeit tickt. 1 Minute noch. Wieder über außen. Und das ist ein geiles Play. Zeit wird angehalten, 3. und 2.
Der ist wide open. Oh mein Gott, nein, Digga, nein. Das haben wir perfekt gelesen und der hatte so viel Platz und dann macht sein DB da so ein Play des Spiels vielleicht. Digga, und das ist kein First Down. Bijan Robinson fällt nach vorne, aber kriegt es wahrscheinlich nicht hin, diese paar Zentimeter weit genug nach vorne zu fangen. Wir haben einen Turnover und Downs. Und jetzt hat er natürlich die Chance. Oh mein Gott, und das war es wahrscheinlich. Weil von da kann er einen Field Goal machen. Er stoppt die Zeit. 20 Sekunden noch. Alles gut abgedeckt. Er rennt selber mit nix. Und das sind nochmal 5 Yards. Und jetzt nimmt er das Field Goal. Und das ist drin. Wir müssen jetzt auf ein Wunder hoffen. Gucken wir mal. 12 Sekunden. Neighbors vielleicht. Oh mein Gott, den hat der Junge. Wir nehmen eine Timeout. 7 Sekunden noch. Wir sind auf Hail Mary mäßig. Bloß nach außen. Der kommt an. Und er schafft es ins Aus. 3 Sekunden an der 48. Wir nehmen den Field Goal, Leute. 65 Yard Field Goal. Können wir das reinmachen für Overtime, Digga? Komm schon, Junge. Gut getroffen. Auch okay getroffen. Oh mein Gott. Das war so eine herzzerreißende Niederlage, Alter. Gut, Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir stehen jetzt leider 0-3, aber mal gucken, ob sich das in den anderen Games noch ändert. Ansonsten abonniert, wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Eric.